herzlich willkommen bei Simone Stempelt mit dir. Ja, heute möchte ich euch auch wieder auf YouTube etwas zeigen. Und zwar, wie man schon sieht, mit dem schönen Stempelset Will of Trophy. Und habe da Kleinigkeiten noch rausgenommen. Dann natürlich auch die Stanzformen. Und darunter noch mal Stanzformen für den Rahmen. Genau, möchte ich euch gleich auch die Karte zeigen mit wunderschönem Glitzerpapier. Das kennt ihr mit Sicherheit auch noch. Das haben wir im Hauptkatalog drin mit dem Incolor 22 bis 24 Glitzerpapier. Wunderschön, ne? Also ich mag das immer wieder gerne und finde, die Karte ist einfach ein Traum. Jetzt mal gucken, ob wir die genauso machen oder wir da ein bisschen verändern. Also ihr wisst ja, ich mag das immer ganz gerne mal ein bisschen zu verändern. Auf jeden Fall nehme ich eine andere Farbe. Da kann man es vielleicht schon sehen. Da ist so ein Rest mit drin. Genau, ich habe hier dazu einen Grauton genommen. Den habe ich hier an der Seite natürlich auch stehen. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Schiefergrau und Anthrazitgrau, wo ich mit arbeite. Und unten meine Stanzform. Ja, das waren natürlich unter bestickte Rechtecke, die ich verwendet habe. Und zwar in dem Fall, wie ihr seht, ist es die zweitgrößte, wo ich den Rahmen dann mit ausgestanzt habe. So, meine Karte 21 mal 14,85 oder so um den Dreh. Das ist also ganz knapp das halbe Maß. So, und diese habe ich auch auf 10. Oh, muss ich doch meine Brille aufsetzen. Also geht nicht mehr ohne. 10,2. Ja, knapp 14,3. Ja. Hier drauf. Genau, das kann man dann noch für was anderes verwenden. Legen wir dann gleich mal an die Seite. Das brauche ich auch nicht mehr. Einfach nur zeigen. So. Jetzt habe ich ein bisschen vorbereitet, damit es deutlich nicht so ganz alles fürs Stempel und so weiter drauf geht. So, mein Baum habe ich jetzt und deswegen das Anthrazit. So. Da sind ja immer so kleine Reste dabei, was ich total gut finde. Der kommt da hier rein. Und schaut mal, ein Teil, das ist hier drin, das schaut aus wie Mond, gell? Also, jedes Mal, wenn ich den ausgestattet habe, dachte ich, das ist doch ein Mond, ist der schön. Also, ne, so eine kleine Idee, da könnt ihr dann auf jeden Fall vielleicht auch mit einbauen. Legt das Kärtchen mal hier oben. Aber wollte euch noch eine andere Karte zeigen, weil von der Art her kann es sehr unterschiedlich angewendet werden. Ja. Da habe ich das Stück, was hier ist, gestempelt und dann meinen Baum da rein und nichts mehr drüber gemacht. Auch sehr hübsch aus, ne? Carpe Diem. Ein Stempel aus einem Set. Muss ich gleich sowieso noch mal ranholen. Genau. Ja, sieht auch ganz interessant aus, oder? Gar nicht so viele Farben. In dem Fall habe ich jetzt Savanne und dann dieses wunderschöne Papageiengrün. Ich mag das total. Also es ist eine Mischung aus Papageiengrün und Farngrün. Das werde ich dann bei dem anderen auch machen. Das fällt nicht ganz so doll auf. Das Farngrün eher da unten, nicht hier oben. Aber dann. Gibt es noch ein Kärtchen, habe ich gerade gesehen. Und zwar, die haben wir auf dem Zoom-Stempelparty gemacht. Und wenn man jetzt guckt, da gibt es ja ganz viele Sachen zum Stanzen. Unter anderem habe ich das gemacht und dann haben wir es so ein bisschen auseinandergenommen und ganz viele Zweige damit gemacht. Hier gibt es ja auch noch die anderen und farblich da noch mit reingeschoben. Also ein wunderschönes Set. Hat mir sofort gefallen, als ich das im Katalog gesehen habe. Ich habe gedacht, oh schön. Dann habe ich diese zwei Herzchen eingesetzt. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, was ich hier
für ein Papier verwendet habe. Ja. Das schöne Antikgold habe ich da den Baum mit ausgestanzt. Ja? Und auch ein Häschen, also sehr schön dafür. Gibt es ja in zwei Blätter da drin. So, genau. Hier habe ich noch ein Bäumchen, wo ich auch noch mal gucke, was ich damit mache. Eine Karte setze oder so. Ah, aber jetzt machen wir uns das Modell hier mal fertig. So, brauchen wir wahrscheinlich noch ein bisschen Platz. Also, die Karte, die ich hier habe, die habe ich mit dem Stemperatus gemacht. Es ist dann einfacher zu arbeiten, dass man da nochmal, wenn etwas nicht klappt, nochmal nachstempeln kann. Macht ja da auch Sinn, daran zu gehen. Ne? Hab das hier auch drauf. Jetzt ist es glaube ich nicht ganz so entscheidend. Ich drehe das mal um, den Baum selber habe ich ja schon. Ein Teil habe ich noch hier. Ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet. Das heißt, ich gehe so ein bisschen in die Farben rein und wechsel. Hier ist es noch ein bisschen intensiver. Finde ich aber ganz okay für mein Bäumchen. Und auf der anderen Seite ist er ein bisschen grün. Jetzt müsst ihr natürlich ein bisschen umgekehrt arbeiten. Wenn ihr euch das vor euch legt, dann passt es ganz gut. Das heißt, dass ich da mein Rot habe, in der Mitte Gelb und Grün, Hell- und Dunkelgrün. Man fängt ja dabei immer mit den hellen Farben an. Das heißt, in der Mitte wollte ich Gelb haben, so wie auch auf mein Kärtchen. Setzt das schon mal was an. Kann ja ruhig ein bisschen mehr sein, denn die helle Farbe geht ja einfach was drüber. Und ich habe gesagt, dass ich in dem Bereich auch Grün mit haben möchte. Und dann nehme ich noch mein dunkles Grün. Meine Karte muss ich danach ansetzen. So, ihr seht, das ist mein, das ist ja das dünne Papier. Hab gerade meine, ja, Dings nicht gefunden. Da dachte ich mir, ach, ich nehme jetzt einfach mal das andere. So, jetzt schaue ich mal. So, ich glaube, da war es ungefähr. Genau. Habe ich vorher schon mal getestet. So. Was habe ich gesagt? Rot fehlt mir noch ein bisschen. Habe ich noch mal ein bisschen Grün dazu gemacht. Heute gar nicht so viel Rot. Können wir nachher noch mal schauen, wie es ausschaut. Bisschen nach vorne, damit das auch drauf ist. So, ich lasse mal. Guck, da kann man sehen, da ist eigentlich gar nicht so viel Farbe richtig drauf gekommen. Und das ist dann der Vorteil. Da könnt ihr dann nochmal nachstempeln. Also es macht das Ganze leichter. Ja. Und dann nehmen wir uns gleich einen Reiniger. Den wurde ja angeschafft, für, ja, mehr oder weniger für das Temperatus, dieser Reinigung. Weil, wie soll ich da mit meinem kompletten Set reingehen, ne? Mit der Platte? Das funktioniert gar nicht. So, ich würde gerne noch ein bisschen Gelb dazu nehmen. Ah, gucken wir mal. Da, in dem Bereich. Kann ich da ein bisschen dran gehen. So, mal gucken. Ja, kommt es noch nicht so richtig rüber. Okay. Da brauchen wir auch noch ein bisschen, dann nehmen wir da ein bisschen Grün noch. Mischt sich dann etwas?
Genau. Also sollte es vielleicht einen Hauch verwischen. Ist jetzt nicht ganz so dramatisch, denn wir setzen ja das andere da drauf. Und das fällt jetzt dann gar nicht so auf. Dann noch mal reinigen. Immer gefährlich, wenn man das nicht macht. Hat man dann anschließend die Finger versaut und nicht aufpasst. So. Eins fehlt mir noch. Aber das kann ich auch ohne machen. So, dass die Magnete nicht zusammenfallen. In verschiedenen Ecken schieben. Und zwar, ich habe jetzt da eins. Obwohl, das kann man auch so lassen. Ich finde das nur ein bisschen sehr viel rot. Deswegen dachte ich mir, ich mache noch eins dazu. Geh dann nur ein bisschen daran vorbei. Schauen wir einfach hier unten an. So. Stanzen uns die beiden Sachen aus. Das. Und das große. So, hier nun meine anderen Teile. Und mein kleines Häschen. Und der Hund, den habe ich auch in den Farben gemacht. Passend zu dieser Karte. Okay. Was ich bei diesem Teil gemacht habe, ist, ich habe. Wo steckt er denn in meinem Bäumchen? Ha! Beides da oben. Also, ich habe, das ist zwischendurch doch die Karte dabei halten, dass es alles so passt. Ja. Das jetzt nicht unten drunter gelegt, sondern direkt oben drauf. Ja. Kann man auch ein bisschen sehen. Wenn man hier so schaut, liegt es dazwischen. Und natürlich wie immer alles mit den Dimensionalen, wo ich ja so gerne mit arbeite. So, jetzt mache ich die mal zu. Sicher ist sicher. Sie weitermachen. Dann nehmen wir uns mal an. Aber wie ihr seht, ist da in dem Bereich der Hauptbereich. Und dann machen wir uns jetzt auch ein Stückchen dahin. Also so, dass ihr da genau wisst, okay, da ist mein Teil. Aber ein bisschen schauen, denn hier geht es ein Hauch drüber her. Also eher dann in dem unteren Bereich. Habe ich dann immer so Stücke auch gemacht. So, dass das dann auch wirklich alles klebt. Also da haben wir ja was. Jetzt schauen wir mal. Ja, wir könnten da noch ein bisschen was hinmachen. Na, und schmeißen wir weg. So. Also im Endeffekt kann das ja ruhig sichtbar sein. Jetzt fällt mir gerade ein, ich mache die anderen Teile noch drauf. Manchmal denke ich da gar nicht dran. So, da sollte er eigentlich hin. Jetzt gucken wir mal.
dass das auch so in etwa funktioniert. Ne? Genau. Und dieser hier ist jetzt da komplett raus. Das macht nichts. Ach, den lassen wir einfach. Und da ich mein Bäumchen ja so schön absetzen lasse, setzen wir da gleich einfach noch mit einem drauf. So klebt er uns nicht an der Auflage fest. Damit es auch wirklich farblich passt. Ne? Den habe ich gesagt, habe ich nochmal neu. Ja. Möchte aber, dass jetzt meine Zweige verdeckt sind. Ja. Ich mache hier so ein paar Reifen. Und lege das hier so entlang. Da auch. Also wenn ihr euch fragt, warum ich das mache, so ein bisschen der Grund, dass ich das nach oben hin voluminöser machen wollte, so wie hier, ne, und unten flacher. Hier habe ich so, da kann man dann mal gucken, ob man das noch ein bisschen flacher haben möchte. Da machen wir noch einen hin. Ja, da ist es nämlich auch. Machen wir da auch noch was hin. Wenn ich das jetzt hier hin mache, dann schaut so ein bisschen der Ast raus, aber das macht ja nichts. Da schaut. Und das setze ich jetzt in die Mitte rein. Einfach ein wunderschöner. Ich habe die immer so ein bisschen auch schon so gerundet. Sieht toll aus. Passt auch dazu, oder? Ein bisschen anders von der Grundfarbe her insgesamt, aber es ist trotzdem total schön. Ei, ei, ei. Da sehe ich gerade, dass mein Kärtchen hier so ein bisschen überguckt. Brauche ich auch noch ein paar Dimensionals für meinen Rahmen. Das ist ja ein bisschen breiter. Andere nehmen wir dann der Reifen. Auch gleich abmachen. So, habe ich alle ab. Dann. Und
Stopp. Das helle nach oben, das kräftige nach unten. So, mein Baum ist drauf. Mein Rahmen meine ich. Jetzt noch der Baum. Und auch in dem oberen Bereich, und zwar da, wo noch kein Kleberguss sich anfühlt, damit es da ein bisschen flacher wird, falls man da mal ein bisschen... Also es ist auf jeden Fall eine hohe Karte zum Verschicken, doch recht viel, ich glaube mehr Porto als normal. Aber kann man ja sehen. Na, ich hoffe, euch gefallen beide Varianten. Also die Geschmäcker sind da ja recht verschieden. Da habe ich, glaube ich, auch ein bisschen runter, aber klebt schon fast. Ne? So, noch der kleine. Lassen wir den. Hüpft dann so ein bisschen, deswegen im oberen Bereich eher den Kleber. Und dann da. Ich habe da auch noch keinen Gruß drauf, weil ich überlegt habe, was mache ich denn da drauf? Ich werde ihn dann auch hinmachen. Mache ich jetzt nochmal ein. Irgendwie finde ich das nett. War nicht gelb, manchmal ist er auch ganz hell. Okay. Und. Könnten wir uns so einen Streifen quer darüber machen? Da könnte ich auch noch irgendwie eine Ecke was hinstempeln und da einen Streifen machen, gell? Jetzt gucken wir mal. Muss ich mal eben schauen. Hier ist die Stempelset. Mit viel Liebe, herzlichste Grüße oder dann am besten zusammen heißt es. Glück und Segen zur Taufe passt, glaube ich, auch gerade mit dem Baum. Oder? Der kann auch einfach nur Glück und Segen schreiben. Oh, gucken wir mal. Da ist auch noch so ein Stück. Glück und Segen. Da ist er. Also ich lasse das meistens drauf und alles zusammen. Jetzt brauche ich noch meinen Block. Ich glaube, ich mache das in Gelb. In jedem Fall bei dem. Mische auch mal gerne die Farbe. Schauen wir mal. Ja, schade. Wenn da einfach zu viel wegfällt von dem Baum, dessen dachte ich mir, ich schneide das mal aus. Mal gucken, ob mir das... Das sieht doch ganz nett aus. Was mache ich jetzt? Manchmal muss man es ausprobieren.
So, ist ja eh schon ganz dick. Dann nehme ich einfach nur ein bisschen davon. Genau in der Mitte. So. Und hier nehmen wir etwas anderes. Und da habe ich wirklich an Glückwunsch gedacht. Da, das muss nicht zum Abschluss sein, aber einfach Glückwunsch. Mal eben schauen, wie es hier ist. Herzliche Grüße. Ich finde Carpe Diem auch total schön. Ja. Das ist er, oder? Glückwunsch zum Abschluss. Mit Komma. Glückwunsch zum. Ja, da kann man jetzt drüber nachdenken. Gucken. Oder ob ich nachher lieber grün nehme. Ah, warte mal. Wenig wie möglich darauf. Geht aber auch. Aber war nur schon so viel. Ja, das war der Grund, warum ich dachte, ich nehme lieber grün. Machen wir das mal. Hab da noch einen Streifen. Irgendwie bleiben immer ein paar Reste übrig. Aha, das ist noch recht weit oben. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ah, ich mag dieses Papageiengrün. Weiß gar nicht, wie es euch geht irgendwie. Ich mag die Incolor-Farben. Ja, ja. Nicht alle, aber... Und ich denke, dieses dunkelblau, dieses Nachtblau, das ist bestimmt schön für Weihnachtskarten auch. Jetzt schauen wir mal hier. Ah, okay. Ich glaube, so schlecht ist es mit dem Rot gar nicht. Mit dem Rahmen dann. Lassen wir das jetzt mal. Ein Rot. Ja, das ist mein Kärtchen auch schon fertig. Oh. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Idee gefällt euch und ihr habt Lust, da auch zu arbeiten. Ja, gerne könnt ihr bestimmt bei mir aufgeben. Natürlich, wie immer. Auch gerne dieses Wochenende, genau, bald sind die Produkte ja nicht mehr zu haben. Ja, das ist natürlich schon zu haben, aber die Geschenke halt nicht mehr. Baum gut, alles gut, das ist eine Bestellung und das könnt ihr euch noch schenken lassen.
Celebration, nur noch ein paar Tage diesen Monat. Ja, ich hoffe, ihr habt einen schönen Urlaub gehabt und wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Genau, können wir ein bisschen durchatmen. Jetzt, und die Natur freut sich über den Regen und wir mit Sicherheit auch. Genau, okay. Dann warte bei Simone Stempel mit dir. Bye, bye.